Die Erlebnislandschaft im Weidengrund und am Mittelberg ist Ausschnitt einer kleinbäuerlichen Kulturlandschaft des Kellerwaldes. Kaum irgendwo anders in Deutschland erlebt man so viele alte bodenständige Haustierrassen auf engstem Raum. Sie werden heute auf Weidekoppeln, auf Heide- und Huteflächen sowie entlang alter Triften präsentiert. Sie tragen dazu bei, dass bunte Blumenwiesen, Magerrasen und Heiden erhalten werden. Mit dem Archetag kann man sich auf eine authentische kulturhistorische Zeitreise begeben. Zusammen mit dem Archetag findet eine Direktvermarktermesse rund um die Kellerwaldhalle statt. Das freut mich, dass der neu gewählte Bürgermeister, Herr Steiner, da ist, den wir natürlich dringend brauchen. Und Ulrich wusste ich, aber der Archehof ist das? Ja, nee, Zuhai-Freunde oder Archeregion. Archeregion, alles klar. Und dann der Herr Scherer natürlich, ohne den geht gar nichts hier. Und natürlich vom Landkreis, die führende Mitarbeiterin, die die Direktvermarktermesse durchführen soll, Frau Lotz, darf ich auch recht herzlich begrüßen. Ich kann sagen, dass wir gerne nach Frankenau kommen. Frankenau hat eine sehr aktive Bürgerschaft, gerade wenn es um regionale Vermarktung und um regionale Viehhaltung geht. Ich finde es besonders interessant, das Archehof-Projekt, was sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal zumindest im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist, hat vielleicht sogar in Hessen gewisse Alleinstellungsmerkmale. Mit der Arche im Hintergrund, denke ich, ist auch entsprechend die Situation hier gewürdigt worden. Wir hatten schon zwei Messen hier. Drei Messen hatten wir schon hier, die erfolgreich waren. Deswegen freuen wir uns, dass wir jetzt am 26. September die vierte Messe hier machen dürfen. Wir garantieren. Was denn? Am 28. September. Am 18. schon. Da bin ich. Gut, jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es alle. Und Frau Loth und ich garantieren für schönes Wetter und würden den Herrn Bürgermeister dabei um Unterstützung bitten. Ist ganz einfach Voraussetzung für so einen Markt unter freiem Himmel, dass den Tag schönes Wetter ist. Es muss keine Sonne scheinen, aber es darf auch nicht stark in Strömen regnen. Der Standort hier oben ist ideal dafür geeignet. Sind genug Parkplätze da, die Leute können hier flanieren. Ich bedanke mich bei der Stadt Frankenau, dass sie die Messe durchführen. Ich bedanke mich bei den Beteiligten, auf die natürlich einiges zukommt. Und freue mich auch, dass Eder Dampfradio und die HNA heute da ist. Die gleich von der Wespe gestochen wird? Nein, ich werde hoffen wir nicht. Berichterstattung ist für uns A und O im Vorfeld, dass wir genug Besucher hier nach Frankenau lotsen können. Dafür seid ihr beiden verantwortlich. Ansonsten wünsche ich der Veranstaltung heute einen guten Verlauf und viel Erfolg dann am 18. September. Am 26. ist was anders, ne? Ja, ich freue mich natürlich auch, dass wir dieses Jahr am 18.09. unseren vierten Archetag hier in Frankenau ausrichten dürfen. Mein Dank gilt natürlich dabei auch den anwesenden Landkreis, dass wir auch die direkte Vermarktermesse dabei haben. Und natürlich ganz von vorne weg dem Archeverein, der Arche-Region, die sich da eigentlich federführend um alles kümmert. Und die Frau Loth, die Direktvermarktermesse, einen herzlichen Dank dafür. Für das gute Wetter, ja, hundertprozentig garantieren kann ich nicht, aber die Unterstützung von Frankenau kann ich hundertprozentig zusagen. Und wir freuen uns einfach auf viele Besucher an dem 18.09. Ich kann mal sagen, der Jens kann mich dann gerne ergänzen. Schön, dass das so wieder mal klappt. Ne? Wir hatten ja jetzt eine vierjährige Pause, Corona-bedingt. Und das ist dann nach 2016 das zweite Mal, dass wir mit dem Landkreis zusammen die Veranstaltung machen dürfen. Und insgesamt der vierte Archetag. Wir werden beim Archetag irgendwo über 50 Rassen hier sehen können. Das ist bis dahin dann top gewesen. Sonst lagen wir knapp unter 50 und ich denke mal, die Zusagen, die wir hier haben, die lassen da einiges erwarten. Wir werden auch mal Sachen dabei haben, die bis jetzt noch nicht dabei waren. Auch über die rote Liste hinaus mal zwei, drei Rassen haben. Auch mal eine Gegenüberstellung von einer Milchkuh, wie sie heute in den Milchviehbetrieben ist, und einer Fleischrasse und parallel dazu nochmal eine alte Rasse als Mehrnutzungsrind. Das wird nochmal so ein Punkt sein, wo man auch mal die Leute
darauf aufmerksam machen will, warum das auch so teilweise alles gekommen ist. Der Geflügelverein wird uns wieder tatkräftig unterstützen. Knapp die Hälfte der Rassen, die zu sehen sein werden, wird geflügelt sein. Zum ersten Mal sind auch Puten dabei. Da müssen wir nach oben das ein bisschen absichern. Nicht, dass die Puten dann auf einmal sich selbstständig gemacht haben. Und am Jahresende, wenn es dann darum geht, eine der Nutzungen dann zu erfahren, dass sie dann nicht mehr da sind, das wollen wir auch nicht. Ich denke mal, die Frau Loth hat das wie immer gut im Griff, was die Planung ist, was die Direktvermarkter betrifft. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und wir haben diesmal das eine Woche nach vorne gezogen, das Ganze. Und jetzt kommen wir auf den Herrn Schäfer zurück, weil der alleine fürs Wetter verantwortlich ist. Weil eine Woche später ist das Kartoffelfest in Barsdorf. Und das war der Grund, warum wir eine Woche nach vorne gezogen haben. Und jetzt wissen wir, wer verantwortlich ist fürs Wetter. Deswegen habe ich mich damit vertan. Also, dass das geklärt ist, wer fürs Wetter zuständig ist, falls es regnen sollte. Wir hatten, klar, ne? Wir hatten drei Veranstaltungen mit herrlichem Wetter. Die wird auch schön. Das wollen wir auch wieder haben. Ne? Und da gehen wir davon aus, dass das wieder so wird. Ja, genau. Kann ich gar nichts weiter hinzuzufügen. Thomas hat das schon ganz klasse erzählt. Wir haben ganz viele fleißige Helfer dabei bekommen. Es ist im Vorfeld schon viel gelaufen und die ganze Tierorganisation. Da muss man auch den vielen Koordinatoren danken, die da jetzt wirklich viel Einsatz und viel telefoniert haben und sowas. Und wird ein klasse Fest bestimmt wieder. Landwirten, die ihre Produkte hier präsentieren wollen. Wir kommen mit Kunsthandwerkern, die ihre Unikate, die sie selbst hergestellt haben, präsentieren. Kunsthandwerker sind natürlich oder haben wieder viele Materialien dabei. Das ist zum einen Stein, das ist Metall, das ist Wolle, das ist was haben wir denn noch? Glas etc. pp. Und natürlich auch Holz. Ich sehe es gerade. Ja, und die am Feld mit oder eben aus dem Stall, aus der Weide. Man kann diese als Urprodukt hier erstehen oder aber in verarbeiteter Form. Zum anderen auch in heißer Form. Das heißt also, wir haben hier die Landwirte oder Direktvermarkter akquirieren können, die hier auch ihre Stände als Essensstände dann vorbereiten werden. Wir haben hier eine riesen Auswahl an Fischprodukten, ob das jetzt Grillfisch ist oder Backfisch oder Fischbrötchen oder aber auch in Form von Fleisch, auch vom Strohschwein. Und da haben wir eben eine riesen Auswahl von, wie immer, Würstchen, Steaks. Wir haben aber auch Schlaschlik mit dabei und viele andere Sachen. Wir haben Käse dabei, natürlich unsere Schepperlinge oder Ofenkuchen, wie es heißt. Und mit regionalen Produkten bestückt Ofenkuchen und wie heißt das andere? Reibekuchen. Und was gibt es bei Ihnen immer, Herr Schäfer? Was ist Donnerstag? Viele andere Sachen auch, die mir jetzt gerade gar nicht so einfallen, aber der Kunde, der Gast wird sicherlich satt sein. Wir haben auch die süße Schiene mitgebracht, Kaffee und Kuchen wird ja hier auch vom Verein betreut und ich denke mal, dass wir da wieder eine runde Sache hinbekommen, gerade auch wenn das Wetter gut ist mit dem Bauernhofeis von der Familie Weber. Dann haben wir als Rundumpaket, also ganztags, wird hier auf der Bühne ein Programm stattfinden. Da wird also, erstmal fange ich mal um 12 Uhr an. Um 12 Uhr ist die Eröffnung. Zugesagt haben der Herr Landrat, als auch der Herr Bürgermeister Steiner wird dabei sein, der Herr Scherer vom Eicheverein. Der Herr Schäfer wird kommen. Es wird aber auch, oder die Zusage habe ich auch von der Milchkönigin Anna der Ersten. Und dann werden Gruppen auftreten. Einmal die Sängerin Serena aus Bad Arolsen. Dann wird die Band hier unsere Lieder oder die Lieder, die sie eingeübt haben, ob das jetzt Rockpop ist, das ist die Band Eldorados aus Korbach. Und dann wird noch die Landjugend kommen aus Leiser und ihr neues Programm hier präsentieren. Und zusätzlich zu dem Ganzen haben wir noch verschiedene Institutionen, die sich hier beteiligen, unter anderem eben auch natürlich der Landschaftspflegeverband, der, glaube ich, mit einer Fahrradtour starten will. Wir haben aber auch den Hof Finke, der also Kutschfahrten anbieten wird und
Wir haben die Ökomodellregion mit im Boot. Da geht es um das neue Projekt Wollpellets, was ja sehr, sehr interessant ist, gerade auch hier mit den Schafen. Also diese Wollpellets werden dazu genutzt, dass sie als Düngemittel verwendet werden können. Und der Landkreis, Fachdienst Landwirtschaft, Bereich Direktvermarktung, also meine Crew und ich werden dann auch einen Stand betreuen zum Thema Getreide, weil wir hier im Moment im Landkreis viele Betriebe haben, die neues Getreide, also im Prinzip altes Getreide wieder anbauen, wie Emma etc. pp. Und das wollten wir hier präsentieren und wir bringen dazu auch, weil das ja auch alles sehr ländlich geprägt ist, unsere Kuh mit, die sich also melken lässt, ja, eine Kuh in Lebensgröße. Und da denke ich mal, dass wir da auch Platz geschaffen haben für Spielmöglichkeiten und gerade auch ein bisschen Wissensvermittlung für Kinder und Jugendliche. Und wer hier noch präsentiert sein wird oder präsent sein wird, ist der Schlepperclub. Der wird also auch dann hier vor Ort sein. Und ich glaube, jetzt habe ich sie auch alle genannt, die hier mitwirken werden. Und ich freue mich auf alles. Vielleicht noch eine Info für Sie alle. Also wir haben ja sonst immer so mit so circa 100 Ständen hier aufwarten können. Durch Corona ist das kurioserweise das Medium regionale Produkte gestiegen. Wir sind aber gerade im Moment in einer Phase, wo wir sagen müssen, dass viele oder einige Direktvermarkter aus beruflichen Gründen, aus Altersgründen leider aufgeben müssen. Auch, dass die Nachfolge nicht mehr da ist. Aber ich bin Gott froh, dass wir jetzt mit über 50 Ständen hier doch anwesend sein können. Und ich hoffe, dass wir dieses kleine Tal, was wir jetzt gerade so haben, dass wir das in den nächsten Jahren wieder überspringen. Denn was ich auch festgestellt habe in den letzten Monaten, wir haben schon wieder landwirtschaftliche junge Betriebsleiter, die auch wieder nach draußen gehen. Also die nicht nur sagen, okay, wir machen Landwirtschaft, sondern die auch sagen, okay, wir gehen jetzt auch mit dem Stand raus. Das ist ja ganz, ganz wichtig, ne? Dass diese zusätzliche Arbeit, die dann auf die landwirtschaftlichen Betreiber, dass die zusätzliche Arbeit auch ein bisschen honoriert wird. Und es ist wirklich dann auch eine Leidenschaft von denen, die eben rausgehen. Also die haben schon viel Vorarbeit zu leisten und dann steht man hier den ganzen Tag und die müssen natürlich dann auch zu Hause wieder aufräumen, wie es halt jeder machen muss. Und das ist natürlich ein zeitlicher hoher Faktor, der auch mal an dieser Stelle genannt werden soll, dass das toll ist von denen, die hier präsent sind und wir uns sehr, sehr freuen, dass sie mitmachen.